in Stahlgewittern. Rüdiger Safranski, wir haben nicht ewig viel Zeit, um dieses grandiose und heiß umstrittene und verteufelt schwierige und gefährliche Buch in all seinen Facetten zu besprechen, aber wir wagen den Sprung in diesen Schützengraben hinein. Ja, also man muss es erst mal angucken. Ich hatte im ersten Moment gedacht, also der Verlag spinnt. Ernst Jünger, da machen sie so ein Cover hier, also so, so comicartig angeturnt, ja. Bis ich dann feststellte, ja, so war die Erstausgabe, so sah die Erstausgabe auch aus, ja. So, also das muss man, 1920. War das dann erschienen. Ernst Jünger, ja, ein paar Sätze dazu. Der Ernst Jünger schreibt ein Kriegstagebuch. Das ist auch vor 2010 ist das erschienen. Und aus diesem Kriegstagebuch vom Ersten Weltkrieg ist dann dieses Stahlgewitter gefertigt. Dann nicht einfach als Tagebuch, sondern wirklich als ein durchgeschriebenes Buch, das aber Tagebuchcharakter hat. Ernst Jünger hat mit diesem Buch seinen Ruhm begründet. Er ist freiwillig in den, er war, als er sich da in den Krieg freiwillig gemeldet hat, war er 18, 19. War schon vorher. Er lebte nun wirklich nach dem Motto lebe wild und gefährlich. Er ist schon ein Jahr vorm Abitur, ist er von zu Hause ausgerissen und in die französische Fremdenlegion. Er besuchte das abenteuerliche Leben. Und der Vater durch seine Verbindungen hat ihn wieder zurückgeholt. Ja, aber er war schon mal in Algerien, ja, kam also zurück und dann in den Ersten Weltkrieg. Und jetzt haben wir hier einen Ernst Jünger, so in diesem in diesen Jahren, er wird in dem Ersten Weltkrieg, wird er 7-mal verwundet, steigt 14-mal verwundet. Auf ihn abgegeben, schreibt er. Ja, naja, aber verwundet war 7 nachher im Zweiten Weltkrieg auch geschossen. So. Und es ist eine Beschreibung jetzt des Ersten Weltkrieges aus erklärtermaßen, aus der Perspektive eines Menschen, der den Krieg als Abenteuer sucht und sich auch selber als Krieger vorkommt und dabei aber die ganzen ideologischen Zusammenhänge, die interessieren ihn eigentlich nicht. Er ist eigentlich kein Nationalist, ja, er ist ja kein Chauvinist, er schreibt, er stilisiert in die, immer diese Kriegerattitüde, der Tony, der Engländer, der ihm dann gegenübersteht, oder der Franzose, das ist ein, das ist so ein gewissermaßen ein Ehrenhandel. Da wird nun gekämpft. Er unterscheidet ganz genau, das ist kein Feind, den man aus rassischen oder ideologischen Gründen hassen muss, sondern es ist ein Gegner. Und in dieser Situation hast du nur eine Chance, entweder er oder ich. Einer von uns beiden wird überleben. Das muss man sich klar machen, aus dieser Perspektive ist der Krieg nun beschrieben. Ganz anders als viele anderen Kriegsbücher, die ja dann den Krieg darstellen, entweder ihn ideologisch aufmotzen oder aber Remarque im Westen nichts Neues, den Krieg dann hinterher auch eben so schildern, dass es als dieses furchtbar verabscheuenswürdige auch dasteht und sinnlose. Nein, die Provokation bei Ernst Jünger ist, dass er jedenfalls für diese Zeit die Kriegserfahrung, die in aller Drastik geschildert wird, ja, die Schlachtenbeschreibung, dass er aber die gewissermaßen als existenzielle Grenzsituation annimmt und so beschreibt. Also ich musste jetzt in meiner Darstellung natürlich jetzt schon sehr viel Wertung mit
einfließen lassen, weil das kann man ja nicht so einfach jetzt so nacherzählen. Vielleicht hören wir uns einen kleinen Ausschnitt aus den Stahlgewittern aus dieser Edition an. Hans-Peter Müller-Trossart liest eine Stelle aus dem August 1916, eine der vielen endlosen Schlachten und Stürme, die er da mitmacht. Man wird ja selber völlig verstahlgewittert und irgendwann dann auch ein bisschen immun gegen alle die Kugeln, die in einen einschlagen. Aber wir hören jetzt mal ein bisschen unvorbereitet eine solche Stelle an, für die Jünger berühmt und berüchtigt wurde. Schon um 4 Uhr wurden wir von unserem aus Bettstücken zusammengesuchten Lagern geweckt, um Stahlhelme zu empfangen. Bei dieser Gelegenheit fanden wir in einer Kellernische einen Sack voll Kaffeebohnen, eine Entdeckung, der eine eifrige Mokka-Siederei folgte. Nachdem ich gefrühstückt hatte, sah ich mich etwas im Orte um. In wenigen Tagen hatte die Wirkung der schweren Artillerie ein friedliches Etappenstädtchen in ein Bild des Grauens verwandelt. Ganze Häuser waren durch einen Treffer niedergestampft oder mitten auseinandergerissen, sodass die Zimmer und ihre Einrichtungen wie Theaterkulissen über dem Chaos schwebten. Aus manchen Ruinen drang Leichengeruch, denn der erste jähe Feuerüberfall hatte auch die Einwohner völlig überrascht und viele von ihnen unter den Trümmern begraben, ehe sie noch aus den Häusern stürzen konnten. Vor einer Schwelle lag ein kleines Mädchen in einer roten Lache ausgestreckt. Von 9 bis 10 Uhr gewann das Feuer eine wahnwitzige Wucht. Die Erde wankte, der Himmel schien ein brodelnder Riesenkessel. Hunderte von schweren Batterien krachten um und in Comble. Unzählige Granaten kreuzten sich heulend und fauchend über uns. Alles war in dichten Rauch gehüllt, der von bunten Leuchtkugeln unheildrohend bestrahlt wurde. Bei heftigen Kopf- und Ohrenschmerzen konnten wir uns nur noch durch abgerissene, gebrüllte Worte verständigen. Die Fähigkeit des logischen Denkens und das Gefühl der Schwerkraft schienen aufgehoben. Man hatte das Empfinden des Unentrinnbaren und unbedingt Notwendigen wie einem Ausbruch der Elemente gegenüber. Ein Unteroffizier des 3. Zuges wurde tobsüchtig. Nach todbedrohtem Lauf gelangten wir in einen 2. Hohlweg, der den Unterstand des Kampftruppenkommandeurs barg, verrannten uns und machten im qualvollen Gedränge aufgeregter Menschen kehrt. Höchstens 5 Meter neben Vogel und mir schlug eine mittlere Granate mit dumpfem Krach auf die hintere Böschung und bewarf uns mit gewaltigen Erdklumpen, während Todesschauer über unsere Rücken glitten. Endlich fand der Führer durch den Merkpunkt einer auffälligen Leichengruppe wieder den Weg. Einer von diesen Gefallenen lag wie gekreuzigt auf dem Kreidehange. Welche Fantasie hätte einen Wegweiser erfinden können, der dieser Landschaft angemessener war? Ja, meine Damen und Herren, das ist eine Edition, die sehr komplex ist, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es sind alle 7 Fassungen. Mein Jünger hat dieses Werk immer wieder umgeschrieben. 1920 die erste Fassung, die ist auf der linken Buchseite jeweils zu lesen. Rechts ist die letzte Fassung mit allen Ergänzungen in verschiedenen Farben, blau und rot zu sehen. Ergänzungen von 1924, wo das Werk plötzlich ins Nationalistische kippte, eigentlich dem Faschismus auch vorspurte und dann 34 ab, als Hitler an der Macht war, hat er all diese Stellen wieder rausgestrichen, hat alles Nationalistische, Rassistische, Völkische wieder aus dem Buch herausgenommen, später dann in den 60er Jahren etwas metaphysisch noch überhöht und so. Aber es ist ein Ritt wirklich durch diese Schützengräben, wir haben eine kurze Stelle gehört. Es ist aber auch diese Unfähigkeit natürlich von Ernst Jünger, eigentlich sich irgendwie wirklich in einen Fluss hineinzubegeben. Es ist eine Prosa, man muss sagen, im Kriegstagebuch, das er vorher geschrieben hat, an dieser Stelle kommt wirklich Scheiße. Und es fließt und es wird ganz schlimm und es stinkt und er geht über Leichen, in denen die Würmer so laut sind, dass er sie hört. Dieses Unförmige, diese Bedrohung durch das Unförmige hat er dann in diesem Stahlgewitter, in diesem Stahlhelmprosa eigentlich außen vor gelassen. Aber trotzdem, in der großen Schlacht, nach 200-300 Seiten, wenn man wirklich erschöpft ist vom Lesen, kommt er dann auch in diesen absoluten Wahn, eben die Vernunft ist ausgeschaltet, er hört nichts mehr, er reißt sich den Mantel ab und stürzt sich in diesen Kampf hinein, in einer
absoluten Ekstase, wo er irgendwie zwischen homerischen Göttern und der Erde aufgeht. Dieses hat man ihm natürlich immer auch dann vorgeworfen, dass es natürlich in einer gewissen Form auch eine Verherrlichung dieses Ausnahmezustandes des Krieges ist. Also verherrlichen finde ich das gar nicht. Ich finde es von einer unfassbaren Kälte, von einer landsknechthaften Gleichgültigkeit und er schildert das ohne jede Empathie. Und dieses Buch hier ist natürlich eine historisch-kritische Ausgabe mit Anmerkungen und allem und all den Fassungen. Das ist wirklich nur was für Spezialisten. Wer es wirklich lesen will, die Stahlgewitter, kann die 7. Fassung lesen. Die ist, glaube ich, von 78, die letzte. Da kann man das lesen. Und dann begegnet man einem Menschen, der ja mit so einem adoleszenten Abenteuerdrang völlig pubertär in diesen Krieg rennt und beschreibt, was da passiert. Ob man das gerne liest, ist eine andere Frage. Ich lese das nicht gerne. Und vor allem ist er ja immer so geblieben. Noch 1997 hat er in 70 verweht geschrieben, ein alter Krieger zittert nicht. Also er ist schon sehr durchdrungen von diesem männlichen Geschlachte. Er wurde ja im Krieg und, selber zum Käfersammler und hat sich ja für Panzerungen auch der Käfer und der Tanks und so interessiert. Es ist natürlich ein Buch. Also ich finde es weniger verherrlichend als Entsetzlichkeit. Nein, man hat ihm das oft vorgeworfen. Ja, ich weiß, und ich glaube eben auch, es ist eigentlich ein derartiges Stahlgewitter, dass auch andere Autoren wie Remarque oder so gesagt haben, es ist eigentlich ein Buch, was auch eine sehr pazifistische Wirkung beim Leser haben kann, weil man eigentlich allein gelassen wird mit diesem Schrecken und mit dieser Kälte, wo er sich selber wie einen Käfer beobachtet in diesen Schützengräben. Das ist ja auch das Interessante, eben, dass dieses Buch, was das Buch in einem auslöst. Also ich habe ein Faible für Autoren, die mich manchmal völlig in Frage stellen. Mein ganzes moralisches, politisches, literarisches Koordinatensystem über den Haufen werfen und einfach mal, dass ich nur staune und entsetzt bin und dann irgendwann merkt man natürlich, das System, er ist dann doch nicht so singulär, wie man immer meint. Man kann ihn durchaus anschließen an gewisse Zeitströmungen. Auch diese Avantgarde, es ist eigentlich der Begriff der Avantgarde, kommt eigentlich aus dem Militärischen, den würde ich ihm attestieren. Man muss wirklich sagen, er ist ein hervorragender Stilist dann doch, also sprachlich kann der was. Das finde ich überhaupt nicht. Doch, der gar kann nicht. Doch da bin ich der Meinung von Brecht. Brecht hat gesagt, das ist doch kein Schriftsteller. Man würde sagen, das ist einer, dem man beim Schreiben zusieht, aber das ist doch keiner, der richtig schreiben kann. Ja, aber es gibt schon, selbst große Kritiker haben das attestiert, selbst Walter Benjamin war ja gespalten. Walter Benjamin hat übrigens einen schönen Begriff, er hat vom L'art pour l'art gesprochen und hat eigentlich gesagt, was Jünger versuche, sei eigentlich so der Krieg um des Krieges willen, wirklich so eine Parallele. Hermetisch natürlich, Leitgeschichte, alles ausgeblendet, alles, was uns irgendwie eben... Nur dieses eine Thema. Nur der Krieg. Es ist wie eine Sportveranstaltung, es ist wie ein Fußballmatch, wo man nur auf den grünen Rasen sieht und da ist es halt einfach der Schützengraben. Alles andere interessiert nicht. Also, es hat sowas in der abschreckenden Weise, hat es auch etwas für mich jetzt also etwas Faszinierendes gehabt und auch etwas Gefährliches natürlich, du hast das gesagt, wie man eben dann mit der Zeit auch abgestumpft wird. Und das ist etwas, was dieses Buch natürlich erreicht, eine Abstumpfung, alle Körperöffnungen, alle Wunden, die die Leute haben, werden dann irgendwie gepanzert und man... Bei mir nicht. Ich werde nicht abgestumpft. Es macht mich krank, es macht mich fertig, dieses Buch. Kunst der Kälte von Ernst Jünger.